Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zum neuen One App a Day Folge mit einer Android-App, der App Passholder, Passbook, Wallet, Smartwatch. Größer und erforderliche Android-Version zum Variieren je nach Gerät. Aktuelle Versionsnummer 2.0.4. Einen In-App-Kauf gibt es 2,99. Den benötigt ihr auch, um die Pässe, in Anführungsstrichen, die Pässe auf der Smartwatch, auf der Wear OS Smartwatch anzeigen zu können. Glaube ich jedenfalls. Und bei 300 Gesamtbewertung eine Durchschnitts-Sternebewertung von 3,955 Sternen. Passholder, die elektronische PK-Pass und PH-Pass, Brieftasche, Passbook. Also für, naja, alles, was in dem Format halt ist, irgendwie die zum Beispiel Saturn- und Mediamarkt-Kundenkarten oder irgendwelche Flugtickets oder sonst was. Beziehungsweise auch, wofür ich es tatsächlich installiert und wofür ich es auch gekauft habe. Euer Kaufpass, das Impfzertifikat. Es gibt ja leider weder die Corona-Warn-App noch die Kaufpass-App für Wear OS, beziehungsweise auch nicht auf der Apple Watch. Und da muss man sich halt behelfen. Und da kann man dann halt das Impfzertifikat, den QR-Code in einen entsprechenden Format umwandeln lassen auf der Website und dann könnt ihr das in diese Passbook-App reinpacken und dann synchronisiert das auf eure Smartwatch und dann könnt ihr euch das da anzeigen lassen, was natürlich sehr schön ist, wenn denn mal überhaupt auch alles richtig gecheckt werden würde. Das wird natürlich jetzt hoffentlich mal mehr werden, beziehungsweise es wird mehr. Nun ja, auf jeden Fall, dafür habe ich es genutzt. Ihr könnt also die Pässe auf dem Smartphone und auf der Smartwatch verwenden. Es ist kompatibel mit Samsung Watch, Google Wear oder Wear OS, Garmin Connect IQ und Fitbit. Und das ist einfach sehr angenehm, das auch auf der Smartwatch zu haben, wenn man denn schon eine Smartwatch hat. Dann zeigt man halt die Smartwatch hin und da ist der QR-Code drauf und dann kann es genauso eingescannt werden. Super Sache und ein absolut fairer Preis, der und funktioniert einfach einwandfrei. Passholder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.